Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute haben wir mal 8 Fakten über Kater Karajan. Damit geht's jetzt direkt los. Karajan kommt ursprünglich aus Paris. Er tritt zum ersten Mal am Ende des zweiten Bandes auf, wo Mr. Morrison genau unter dem Eiffelturm anspricht und ihm erzählt, dass er zwar in einem wunderschönen Herrenhaus wohnt, aber dennoch gerne mit ihm mitgehen möchte. Der dritte Band beginnt damit, dass Mr. Morrison Miss Cornfield einen Brief schreibt, in dem er erzählt, dass der Kater zwar sehr hübsch, aber mit seiner eingebildeten Art und seinen Sonderwünschen ziemlich anstrengend ist. Nichts scheint ihm gut genug zu sein. Aufmerksame Leserinnen und Leser fragen sich an der Stelle schon, warum Karajan nicht in seinem wunderschönen Herrenhaus mit den erlesenen Speisen geblieben ist, wenn ihm doch alles andere nicht so richtig passt. Mehr dazu bespreche ich unter Punkt 3. Karajan spricht auch mit einem französischen Akzent. Das erfahren wir auch im dritten Band. Dadurch hört sich Helene bei ihm nach Ellen an. Karajans Übergabe. Karajan ist das siebte Tier, das übergeben wird. Seine Übergabe ist ziemlich speziell. Hier haben wir erstmals die Situation, dass ein Kind gar kein Tier haben möchte und auch das Tier unzufrieden mit seiner Gefährtin ist. Schon als Helene den Zettel mit der Nachricht bekommt, sie findet ihn in einem Glückskeks, spült sie ihn in die Toilette runter und versucht nicht mehr daran zu denken. Sie ist fest entschlossen, auf gar keinen Fall ein Tier von Mr. Morrison anzunehmen. Kater Karajan ist auch nicht gerade begeistert. Vor allem nölt er, weil er lieber zu einem Jungen möchte. Außerdem regnet es bei seiner Übergabe und deshalb will er nicht auf dem Fahrrad mitgenommen werden. Er weigert sich, in die Holzkiste zu klettern, die auf dem Gepäckträger des Fahrrads festgeschnallt ist, und verlangt, mit einem Taxi zu fahren. Daher kommen sie erst zu spät in der Schule an. Mr. Morrison rennt zu dem Auto von Helenes Mutter, reißt die Beifahrertür auf und drückt Helene den Kater in die Arme. Beide sind sehr unzufrieden. Helene drückt Karajan auf ihren Schoß und überlegt, wie sie ihn wieder loswerden kann. Und Karajan würde Helene am liebsten kratzen, traut sich aber nicht, die Versteinerung zu lösen, weil Helenes Mutter natürlich mit dem Auto sitzt und fährt. Karajan und Helene. Wie eben schon besprochen, mögen sich Karajan und Helene erst einmal nicht und haben auch beide gar keine Lust auf die Situation. Man hat doch erstmal das Gefühl, dass das eine relativ explosive Kombination ist. Die zickige Helene und der eingebildete Karajan. Allerdings erkennt man hier schon die erste Gemeinsamkeit. Beide sind ziemlich hochnäsig. Es stellt sich dann aber sehr schnell heraus, dass es noch eine weitere Gemeinsamkeit gibt. Interessanterweise eine, von der Mr. Morrison und Miss Cornfield gar nichts wissen konnten. Karajan stellt entsetzt fest, dass Helene überhaupt nicht in einem schönen großen Haus mit Kamin und Swimmingpool wohnt, sondern in einer ziemlich kleinen Wohnung. Ihr Zimmer ist auch relativ klein und dunkel. Sie musste aus der schönen Villa ausziehen und in diese kleine Wohnung ziehen, weil die Geschäfte ihres Vaters nicht mehr gut liefen. Sie hat es niemandem verraten. Erstens, weil sie sich schämt und zweitens, weil ihre Mutter ihr verboten hat, darüber zu reden. Es stellt sich nun schnell heraus, dass Karajan dieses Schicksal sehr gut verstehen kann. Er hat das schöne Herrenhaus in Paris nicht freiwillig verlassen, sondern ist rausgeflogen, weil er die Couch zerkratzt hat und wohl sonst auch nicht unbedingt sehr freundlich war. Hier sieht man schon, dass sie nicht nur gute Gefährten sein können, weil sie beide Luxus lieben, sondern dann vielmehr, weil sie sich gegenseitig verstehen, warum sie traurig sind. Zunächst verstehen sie sich trotzdem nicht besonders. Karajan ist erst einmal richtig sauer, als Helenes Mutter ihn in die Waschmaschine steckt. Und läuft weg, verständlicherweise. Helene tut erstmal so, als würde sie das nicht interessieren und sagt auf der Lesenacht auch, dass sie Karajan nicht leiden kann. Immerhin gibt sie hier allerdings zu, dass sie nicht mehr reich ist. Später macht sie sich dann aber auch auf die Suche nach ihm und beide sind glücklich, dass sie sich wieder haben und zeigen dann auch direkt, dass sie ein gutes Team sind, indem sie die Jungen aus dem Keller befreien. Karajans Tarnung. Karajan hält sich nicht immer an die Regeln mit dem Versteinern. Er wird oft als normaler schwarzer Kater gesehen. Das ist natürlich erstmal nicht ungewöhnlich, solange er nicht spricht. Er tut dies ja in erster Linie, um Helene zur Seite stehen zu können. Oft hilft es ihr eben, wenn Karajan neben ihr herläuft. Bei der Fashion Show in Paris wird Linda aber zum Beispiel misstrauisch, weil sie findet, dass der Kater, der bei dem Probeshooting stört, genauso aussieht wie Helenes Plüschtier. Karajan und die Kunst. Karajan kennt sich sehr gut mit Kunst aus. Seine ehemaligen Besitzer hatten die ganze Zeit über Kunst gesprochen. Als er mit Helene in Paris ist, erzählt er ihr immer wieder Dinge, die er mitbekommen hat. Als Helene dies dann dem Modelbetreuer
erzählt, ist er sehr beeindruckt, wie gut sich Helena auskennt. Allerdings hat Karajan noch manche Dinge, die mit Kunst zu tun haben, falsch verstanden. Als er und Helene durch Paris wandern und ihnen das Geld ausgeht, schlägt er vor, dass Helene für einen Straßenkünstler Model sitzen soll, weil sie ja schließlich auch ein Model ist. Er erzählt ihr, dass sie dafür Geld bekommen würde, weshalb Helene sich darauf einlässt. Natürlich ist das ein Irrtum. Straßenkünstler malen Leute, um damit Geld zu verdienen. Karajan ist etwas erschrocken und überrascht, als das herauskommt und Helene noch ihr letztes Geld für das Bild bezahlen muss. Karajans Name. Kater Karajan ist nach dem österreichischen Dirigent Herbert von Karajan benannt. So hat ihn seine Familie in Paris genannt. Als Helene die einmal trifft, wundern sie sich ziemlich, dass Helene ihn ebenfalls Karajan nennt. Sie haben ihm den Namen ja gegeben, lange bevor er verschwand. Aber sie können ja nicht wissen, dass Karajan mit Helene sprechen kann. Karajan besteht auch immer darauf, dass er von Karajan heißt. Wahrscheinlich liegt das daran, dass der Dirigent mit Nachnamen nicht einfach Karajan, sondern eben von Karajan hieß. Unser Kanal. Karajan ist das Titelbild unseres Kanals, den ihr, falls noch nicht geschehen, übrigens unbedingt abonnieren solltet, um keine weiteren Videos zu den Tieren, den Kindern, den Büchern oder Filmen verpassen wollt. Oder einfach nur, um uns zu unterstützen. Das Bild ist die Fotografie eines leckeren Schokokuchen, den wir gebacken haben, um unser 50 Abonnenten-Jubiläum zu feiern. Das Rezept findet ihr oben rechts oder in der Beschreibung. Wir haben einen Karajan-Kuchen gewählt, weil das Rezept total lecker und mit richtig viel Schokolade ist. Und weil es einfach total Spaß gemacht hat, einen Katzenkuchen zu dekorieren. Dann auch ein Sydney-Kuchen, ganz oben auf unserer Liste. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wissen wollt, wie man einen Koala-Kuchen backt. Karajan ist ja irgendwie auch sehr niedlich mit seiner Art. Zuerst hat man zwar den Eindruck, dass er ziemlich unsympathisch ist, aber obwohl er immer so eingebildet wirkt, hat er eben doch ein gutes Herz. Deshalb wollen wir ihm auch einen schönen Platz geben, damit er nicht traurig ist. Der Komet 6973. Jetzt gibt es noch einen Special Fact, den wir bei unserer Recherche im Internet gefunden haben. Es gibt einen Asteroiden mit dem Namen Karajan. Er hat die offizielle Nummer 6973. Er wurde am 27.04.1992 entdeckt und am 26. September 2007 nach Herbert von Karajan genannt. So, genau so wie unser magisches Katerchen. So, das war's für heute auch schon. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn noch nicht geschehen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und wenn ihr noch Videoideen habt oder Ideen, zu wem wir als nächstes ein Faktenvideo machen sollen, schreibt das gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!